Ja, hallo zusammen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Part von Evolve. Heute zeige ich euch die Gorgone und wie ihr sehen könnt, so ein spinnenähnliches Dingens. Und der kann auch Spider-Man machen. Oder die Gorgone kann auch Spider-Woman machen. Und ja, ich habe da jetzt gerade wieder so einen Bug im Fressen, wie ihr jetzt gerade sehen könnt. Aber ich erkläre euch jetzt mal die Fähigkeiten, welche sie hier drauf hat. Und ich habe jetzt zwar hier nur zwei gerade ausgeskillt, aber ich jage hier mit einem Spinnennetz und mit so Säurespucke. Und ich habe hier so das kleine Käfervieh hier gekillt mit dem Spinnennetz. Und das Spinnennetz, das macht eigentlich relativ gut Schaden mit der Combo zusammen mit dem Säurespucke. Weil die beiden, die machen so Damage über Zeit. Also das Spinnennetz, das trifft einmal, macht so einen kleinen Explosionsschaden. Und wenn dann noch was steht, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Jäger getroffen wird von dem Spinnennetz, dann bekommt er noch so Vergiftungsschaden drauf. Setze ich dann in dem gleichen Moment noch die Säurespucke ein, dann trifft die Säurespucke auch mal so im ersten Moment, dann gibt es einen direkten Damage und erzeugt dann so ein Feld. Und wenn die Jäger in dem Feld drinnen bleiben, dann bekommen sie auch Damage über Zeit. Und habe ich jetzt hier eigentlich quasi zwei Fähigkeiten, die über die Zeit aber krass viel Damage einbringen. Und ich habe die auch schon auf zwei Punkte geskillt. Oder nee, doch. Logisch eigentlich. Ich habe zwei Punkte auf das Spinnennetz gemacht und zwei Punkte auf die Säurespucke. Und ich gucke hier jetzt immer gerade so kurz ins Menü rein, weil ich habe hier irgendwie gelackt, aber das merkt man irgendwie hier nicht. Ich habe hier aber irgendwie einen krass hohen Ping gehabt. Ich glaube, das war wegen dem Aufnahmeprogramm. So, die Leute hier, die haben mich jetzt eigentlich schon gedumpt. Aber ich versuche hier den Trapper auszuschalten, weil der kam schon mit ein bisschen weniger Leben als die anderen hier in die Arena rein. Und ich versuche hier immer schön das Spinnennetz und die Säurespucke zu kombinieren, um eigentlich nicht nur den Trapper hier zu schaden, sondern gleich dem ganzen Team. Und da ist jetzt gerade vorhin der Support ins Spinnennetz reingeflogen. Jetzt gehe ich eigentlich auf den Support los, weil der hat ziemlich Damage bekommen. Wir spielen hier auch auf der Cataclysm-Map, also da kommen jetzt gerade ziemlich viele Gesundheitsmeteoriten runter. Und ich kann meine Rüstung immer schön oben behalten. Das ist gerade übelst krass, wie ich hier dominiere. Der Magic ist down, das ist ganz schlecht fürs Team. Jetzt steht nur noch Support und Assault. Hier kommt schon wieder so ein Gesundheitskomet. Ich stoße sie hier so raus und dass ich hier so drinnen bleiben kann. Jetzt kommt gleich noch einer. Und meine Rüstung, die ist einfach immer wieder oben. Das ist krass. Jetzt hat mich aber gerade so ein Schaden, so ein richtiger Komet getroffen. Ja, und ich klebe mich hier an die Wand und gehe eigentlich hinter sie und nehme den Medic hier gerade unter Beschuss. Oder unter der Schleichattacke, die gerade unglaublich effektiv war. Und jetzt habe ich gerade gar keine Rüstung mehr. Ich mache das jetzt nochmal auf den Medic. Das kann nämlich die Gorgone sich so an Wänden festhalten. Kann so entsprechend auch die Jäger verarschen und ich verziehe mich jetzt, weil ich habe gar keine Rüstung mehr. Es kommen fast keine Kometen mehr. Und ich könnte mich jetzt eigentlich entwickeln und das mache ich jetzt auch gleich. Ich gewinne jetzt gleich Abstand zu den Jägern. Ja, kein Sound dazu, aber gerade ein Bug. So, und jetzt sieht man auch hier kurz die Übersicht, was für Fähigkeiten ich habe. Und ich gebe jetzt noch so einen Skill in die Imitation rein. Also ich habe jetzt drei Skills, verzichte immer noch auf einen, habe aber dafür mein Spinnennetz, habe ich geupt, also sprich maximal gestärkt. Und die Imitation, das seht ihr jetzt dann gleich. Der Trapper hier, der ist gerade ziemlich blöd im Spot und ich hau jetzt gleich alles drauf rein. Das hier ist die Imitation, da kann ich so einen Doppelgänger erstellen. Und mit dem Doppelgänger eigentlich angreifen und der explodiert dann auch, also da kann ich explodieren lassen und macht dann wiederum ein bisschen Giftschaden. Und da haben wir es, dann haben wir hier die dritte Fähigkeit eigentlich, die Schaden über Zeit macht und
Ihr seht gerade, wie ich krass die fertig mache. Jetzt haben sie zwar noch so ein Schild, aber sie stehen kaum noch. Da geht die Imitation hoch. Nochmal die Säurespucke. Spinnennetz. GG. Ja, so krass kann das jetzt laufen. Das waren knapp 5 Minuten, glaube ich. Und ich habe sie von Anfang an dominiert. Wir schalten jetzt um in ein anderes Match. Das war dann schon ein bisschen herausfordernder, oder? Oder die hatten eine bessere Teamkonstellation. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt da gleich rein. So, und da sind wir bei der Teamaufstellung. Und ich fighte hier gegen Lennox, Lazarus, Abe und Carla. Das ist eigentlich ein ziemlich heavy Team, weil Carla kann mir die Rüstung wegschmelzen. Und das ziemlich fix, und dann geht Lennox mit ihrem Plasma, mit ihrer Plasmalanze einfach los, und jedes Mal, wenn sie mich trifft, macht sie mehr Schaden. Und sie macht dann direkten Schaden in Kombination mit Carla, und ich als Gorgone jetzt gerade habe da auch nicht so viel Leben. Ich habe hier 5 Balken Leben. Und das macht sie eine zu der, wenn man jetzt so will, zur zweitschwächsten. Also jetzt auf den Lebenspunkt bezogen. Zweitschwächsten Monster. Da wäre noch der Geist, davon kommt dann auch noch ein Let's Play, Leute, keine Sorge. Mach logisch wie alle Monster. Ja, ich jag mir jetzt schön ein paar Sumpfläufer. Schöner Sneak Attack. Also Schleichattacke heißt es übersetzt. Und mit Säurespucke und mit dem Spinnennetz kann man eigentlich hervorragend jagen und kann sich auch sehr gut zur Wehr setzen. Aber hier jetzt in dem Match gehe ich dann noch auf die anderen Skills. Und ich komme auch auf Evolutionsstufe 3. Und es war auch ziemlich spannend, weil sie... Der Lazarus, der hat mir am Anfang ein bisschen Probleme bereitet. Der Lazarus, das ist der Medic, und der kann Jäger, die halt unten sind oder tot sind sogar, gleich wieder zurück ins Spiel rufen. Und die haben meistens noch keinen Strike, und die... Ja, dann war eigentlich der ganze Aufwand, welches das Monster gemacht hat, um den Jäger zu downen. Das ist eigentlich, ja, eigentlich für nichts. War wirklich für nichts. So, sie haben mich hier wieder an der gleichen Stelle wie eben auch. Und ich versuche hier jetzt trotzdem vorsichtig zu spielen. Bin ins Schleichen übergegangen. Denn der Trapper, der hat seinen Scan gerade verbraucht. Oder jetzt in dem Moment. Und ich versuche jetzt einfach hier abzuhauen, so schnell wie es geht. Und es scheint, ich komme davon. Ja, doch nicht ganz. Ja, also das heißt für mich jetzt einfach Damage reinhauen, weil am Anfang, wenn die Kuppel gesetzt wird, ist meistens nur einer drin oder zwei. Aber ich habe hier jetzt Trapper und Assault. Und der Support ist jetzt auch gerade wieder da, und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Medic. Aber ich habe den Assault gleich unten. Nochmal so eine Kombination mit der Säurespucke. Dann könnt ihr eigentlich... Ja, wow. Okay. Aber die Kuppel ist jetzt eigentlich runtergegangen, weil ich ziemlich viel Leben verloren habe. Und das könnt ihr gerade sehen, weil Carla, wie gesagt, kann so einen Strahl auf mich fetzen. Wodurch ich dann das Leben, wodurch ich keine Rüstung mehr habe. Und Lazarus hat jetzt gerade das getan, was er nicht tun sollte. In meinen Augen, er hat den Assaulten da jetzt wieder zurückgeholt. Eigentlich war der tot. Aber ich habe den jetzt völlig außer Acht gelassen, und ich habe hier ein bisschen kassiert. Auf Deutsch gesagt. Aber ich kann mich entwickeln, also ich suche mir jetzt Abstand zu den Jägern. Und ich gehe jetzt eigentlich zum Buff hin. Hol mir dort Panzerregeneration, damit ich gleich jetzt auch schon wieder die Panzerung oben habe, und wenn ich mich evolve, auch dann die Panzerung schon maximal oben habe. So, jetzt evolve ich mich hier mit der schönen Gorgone. Und ich war mir jetzt nicht so sicher, also eigentlich will ich jetzt hier trotzdem nochmal auf Damage gehen. Ich war jetzt hier auf Stufe 1 erst nur. Und ich habe jetzt aber trotzdem noch ab. Ich versuche es hier, weil sie haben noch 3 Sekunden den Dom. Ich versuche hier einfach wegzukommen. Noch Rüstung irgendwie zu holen. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt drauf ankommen, weil ich habe jetzt eigentlich die Fähigkeiten alle geupt.
die Säurespucke und das Spinnnetz. Und ich versuche es jetzt einfach auf brutale Art und Weise zu töten. Und ich bin erfahren gegen Lazarus-Player. Also ich weiß ungefähr, wie ich gegen sie spielen muss. Oder wie ich sie countere. Und ich habe jetzt hier den Supporten bei mir allein. Also jetzt kommt zwar gerade der Trapper und der Assault rein. Und ich halte gerade so Ausschau, wo der Lazarus reinkommt. Und ich sehe ihn jetzt gerade so hinter mir zum Support kommen. Und ich fokussiere ihn jetzt gerade nur wirklich. Weil ich darf ihn jetzt nicht aus den Augen verlieren. Ich muss ihn töten, weil sonst holt er wieder den Supporter hoch. So, ich verziehe mich jetzt hier aber. Oder mach das Portal zuerst kaputt, dass dort niemand entwischen kann. Und da der Medic jetzt down ist, kann der das Team nicht effizient heilen. Und ich versuche es jetzt hier alle ein bisschen zu trennen. Versuche hier auch, Support kam eigentlich wieder hoch. Ich glaube, das habe ich jetzt auch erst so richtig gemerkt. Und Lazarus wurde auch aufgeholfen. Also ich muss mich jetzt zurückziehen. Die stehen alle wieder. Naja, auf die Säule hoch und schwupp. Wegschwingen und alles auf dem Weg mitnehmen, was es zu fressen gibt. An der Stelle wusste ich einfach, ja, das sind übrigens ist die Hauptattacke von Kala. Kala ist eigentlich, kann sehr nervig sein oder kann, oder besser gesagt, kann sehr stark sein, weil richtig eingesetzt kann man eigentlich das Monster töten, ohne dass man die Rüstung zuerst vernichtet. Aber es kommt halt immer auch ein bisschen aufs Teamfeld an. Und ich werde euch demnächst auch bald ein Hunter-Match wieder zeigen. Und ich kann schon mal so sagen, dass ich Supporter spielen werde, aber Kala hebe ich mir noch ein bisschen später auf. So, ich hole mir hier einen Schleichbonus, aber ich hole mir ihn nicht nur deswegen, weil er einen Schleichbonus hat, weil er auch drei Balken Evolutionsstufen gibt. Oder Evolutionsstufen Balken, wie man es nimmt. Hier wieder richtig schön reinhauen. Hier hat es wieder zwei Sumpfläufer gehabt. Und ich bin kurz vor Stufe 3. Jetzt noch ein Sumpfläufer, dann ist die Sache perfekt. Hier habe ich schon einen. Und jetzt gehe ich wieder dort nach hinten, aber da kommt mir der Supporter von Kala wieder in den Weg. Und ich muss sagen, sie war eigentlich hier in dem Match war sie sehr, sehr nervig. Aber der Spieler, der sie spielte, war auch einigermaßen gut. Das darf ich zugeben. Aber das Problem jetzt hier gerade ist, dass der Supporter allein in der Arena war. Und das war sein Fehler, weil niemand anders war hier in der Nähe, um ihn zu beschützen oder um mich aufzuhalten. Und jetzt kommt einer nach dem anderen hier reingekrochen und da ist wieder der Lazarus. Da muss man wirklich vorsichtig sein, weil Lazarus kann sich auch tarnen. Und zwar komplett. Und man kann ihn zwar ein bisschen markieren, wenn man ihn mit Fähigkeiten trifft, die Schaden über Zeit machen. Also zum Beispiel der Feueratem des Goliath. Das deckt ihn auch auf, weil er brennt dann ein bisschen. So, und jetzt gehe ich halt wieder sofort auf den Lazarus. Man sollte ihn immer zuerst fokussieren eigentlich, aber da Kala gerade da alleine war. Und jetzt ist eigentlich nur noch der Trapper. Und der ist dort und der schafft es hier durch ein Portal zu kommen, die Kala aufgesetzt hat. Also Kala kann sehr unterstützend sein fürs Team. Aber ich bin so weit, dass ich mich entwickeln kann. Und da trifft mich ausgerechnet ein Meteor und dann noch so ein wieder ein Gesundheitsmeteor. Aber hier in der Situation konnte ich der Sache einfach nicht mehr trauen, bis dann noch der zweite Gesundheitskomet kam. So, gut, ich skille hier jetzt noch einen Punkt auf Imitation und dann auf die vierte Fähigkeit, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Das ist eigentlich so, dass ich so eine kleine Spinne entsenden kann. Die gräbt sich dann an Ort und Stelle ein, wo die dann hinfliegt. Und wenn dann so ein Jäger zu nah an die Wand kommt, dann kommt sie aus dem Boden raus und packt den Jäger und zieht ihn dann so mit rum. Das seht ihr dann nachher gleich, da werde ich auch noch ein paar so ein bisschen Crowd-Control-Effekt geben. So ein bisschen, wie soll ich sagen, beschäftigen quasi oder halt
auch ein bisschen verwirren. So, ich schleiche mich hier langsam an. Ich checke erstmal die Sache aus, wo sie sein könnten, und ich habe eigentlich nur den Trapper gerade gesehen gehabt. Weil die anderen drei, die mussten zuerst nochmal rein, und ich gehe hier wieder direkt zuerst mal auf den Assault, weil die anderen, die sind gerade nicht in der Nähe, und der Trapper, der hat sich so schnell aus dem Staub gemacht, und hier habe ich jetzt gerade den Assault in der so einer Spinne gehabt. Hier sende ich gerade noch eine aus. Ich versuche jetzt gerade noch auszuweichen, weil Carla ist jetzt wieder hier und die heizt mir direkt den Damage drauf mit dem Strahl. Aber die gute Sache ist, der Assault ist down, die Max, der Damage-Dealer des Teams ist weg. Und jetzt ist es eigentlich, jetzt kann ich ein bisschen so Zeit gewinnen. Auch weil sie kriegen keinen Damage auf mich. Und ich warte einfach nur drauf, bis der Lazarus kommt. Und da ist er, weil Lazarus kann nach wie vor den Assault hochkriegen. Ich könnte das jetzt auch eigentlich umgehen, indem ich die Leichen auffress, weil dann gibt es da nichts mehr zum Wiederbeleben. Aber Lazarus, der ist down. Carla, die versucht abzuhauen mit dem Portal. Zerstör aber gerade das Portal. Ja, jetzt sind nur noch zwei da. Und hier ein geiler Kill, Sneak Kill. Oder Schleichangriff. Ja. Richtig gut getroffen hier. War auch ein bisschen so, also wie soll ich sagen, sechster Sinn, so ungefähr das vorzuplanen, wo die ungefähr sein wird, wenn ich abspringe. Ich habe da noch so vorher eine Spinne hingepflanzt, und jetzt ist nur noch Trapper da. Ich sehe den, oder ich rieche den, wo das ungefähr findet. Hier aufs Relais, und das verleitet ihn halt nichts anderes, als auf mich loszugehen, mich irgendwie zu unterbrechen, aber da nur noch er hier ist, ist es jetzt leichtes Spiel für mich. Mir entkommt keiner. Und das ist GG. Ja Leute, das war jetzt mal diese zwei Matches mit der Gorgone, und jetzt folgt noch ein kleiner Bonus. Und weil euch letztes Mal das Let's Play vom Behemoth so gut gefallen hat, schalten wir jetzt gleich noch in ein drittes Match rüber, wo ich Behemoth spiele. Ja, ich hatte entsprechende Views auch drauf, und es schien es euch zu gefallen, und ich dachte, ich mache jetzt hier noch so ein Bonusvideo für euch. Und hier habe ich ihn mit dem Elite Prime Skin ausgerüstet. Und ich roll mich jetzt mal hier weg. Schnapp mir den ersten Sumpfläufer. Und ich habe hier alle vier Skills ausgerüstet, damit ihr jetzt auch mal alles in Aktion seht. Und ich darf schon mal vorweg sagen, hier wird es gleich ziemlich viel Action geben. Und das war eigentlich ziemlich gut auch, dass ich hier vier Skills ausgerüstet habe, zu Anfang des Matches. Das Ding da, das war gerade so ein Armadon. Die geben ziemlich viel Food, sind aber ziemlich gut gepanzert. Aber hier gegen so ein Behemoth, wo brutalste, rohe Kraft eingesetzt wird, da steht niemand seinen Standpunkt oder seinen Boden. Ich kann eben auch Viecher hier überrollen, das ist auch ganz lustig. Die Jäger kann ich auch überrollen. Und ich schrecke jetzt gleich Vögel auf, was ziemlich dumm war, und ich verliere hier noch mehr Zeit, oder ich offenbare mich hier noch mehr, weil hier ist so ein blöder Bug. Hier kommt man einfach nicht hoch als Behemoth, das geht gar nicht. Ich probiere es hier nochmal, aber man kommt hier nicht hoch. Man müsste jetzt alternativ weiter rechts oder halt hier über den ganzen Spitz rüber klettern. Aber ja, ich habe jetzt ziemlich viel Zeit verloren, und ich denke so, die wissen jetzt auch schon ungefähr, wo ich bin, weil in Richtung Vögel, die Jäger. Von denen rede ich eigentlich gerade. Aber ich habe mich auch bald auf 3, aber... auf 2, meine ich, auf Stufe 2. Aber ich verstecke mich hier, ich mache jetzt gar keinen Mucks. Aber übernehme jetzt doch, oder versuche hier jetzt doch irgendwie so... einen Überraschungsangriff zu starten, einen Hinterhalt. Aber ich habe hier mit einigen Skills gerade sowas von verfehlt. Ich habe ja auch die Schnappzunge,
Und hier kann ich immer schön den Trapper bei mir behalten und dann gleich so einen Erschütterungsschlag machen. Hier habe ich gleich noch den Medic und den Medic habe ich gerade so eingesperrt, dass die Felswand, dass der Assault nicht zu mir kommt. Der Support, was glaube ich Cabot ist. Ja, das ist Cabot. Der hat gerade nichts machen können, auch irgendwie, der hat nur der Schaden-Damage hat mich geheilt. Wodurch er mich aber nicht davon abhalten konnte, auf den Medic noch draufzuschlagen. Und jetzt überroll ich ihn hier schön mit ein paar Kombos. Kriegen ihn aber nicht mit der Schnappzunge. Er ist zu weit weg, aber die Lava-Bombe, die hat ihn getroffen. Und er wird jetzt gerade noch so geheilt vom Medic, aber ich gehe hier auf den Assault. Assault ist down. Jetzt hole ich wieder den Trapper zu mir. Lava-Bombe. Erschütterungsschlag. Er hat gerade noch so ein Schild bekommen, der Trapper. Jetzt gehe ich wiederum auf den Supporter los. Und jetzt habe ich beide so wieder in der Lava-Bombe-Zone drin, wodurch sie beide Schaden bekommen. Und das ist gerade so ein crazy Match. Es geht noch 16 Sekunden, bis sie eigentlich respawnen. Und ich versuche jetzt hier noch irgendwie den Medic zu holen, dass das Match gleich vorbei ist. Aber ich schaff's nicht ganz. Ich habe ihn zwar unter einer Schleichattacke, aber die anderen drei Hunter oder Jäger, die kommen jetzt zurück. Hab aber hier den Medic und ich weiß, dass sie jetzt kommen. Ich sehe sie jetzt auch gerade hier, da so runterspringen vom Schiff. Aber ich will jetzt einfach, da der Medic noch down ist, will ich den eigentlich wirklich tot haben. Weil dann haben sie keinen Medic mehr. Ich schicke zum Medic noch so eine Lava-Bombe. Schütze mich hier ein bisschen mit der Wand, dass niemand oder dass nicht alle zu mir herkommen. Und ich kann mich so nicht entscheiden. Soll ich jetzt eigentlich gehen oder soll ich noch Damage aufhauen, weil ich habe keine Rüstung mehr. Aber Assault geht jetzt schon wieder down. Und jetzt ergreife ich die Chance hier. Ziehe den Supporter wieder zu mir ran. Der bekommt eine Lava-Bombe ab. Hier noch eine Felswand, um dem Trapper das Leben schwer zu machen. Und ich weiß nicht, warum der Supporter jetzt hier wirklich auf mich zukam, aber das war's auch für ihn. Und 50 Sekunden oben links seht ihr, bis sie alle wiederkommen, aber das schaffe ich jetzt, den hier noch down zu kriegen, den Trapper. Überroll ihn einmal. Schlag ihn. Und Schnappzunge. Felswand, dass er nicht weiterkommt. Und der Erschütterungsschlag und Knockout. GG. So, ich hoffe, euch hat dieses Match auch gefallen, Leute. Bewertet das Video bitte. Würde mich freuen, hier ein paar Likes einzuheimsen und vielleicht noch ein paar Abos. Ich hoffe, euch gefällt das Format hier und ich sorge für in der Zukunft auch für Abwechslung. Keine Sorge darüber. Also es wird jetzt nicht alles Evolved sein. Aber ich bin hier noch ein bisschen mit den Video-Settings am Spielen. Also kommt alles noch. Wir sehen uns. Euer Mr. Verney.